Moin, hier ist eure Nina G. Ich stehe hier auf einer der frisch angesäten Weiden. Wer das nicht mitgekriegt hat, der schaut einmal oben ins i oder unten in die Infobox. Denn bei mir steht heute wieder Weidepflege auf dem Programm. Ich finde, insgesamt hat das alles ganz gut angeschlagen. Es ist gut aufgegangen. Meine Weiden sind Gott sei Dank wieder grün. Und auch die Vielfalt des ganzen Gewächses ist wunderbar. Also ich habe schon verschiedene Gräserarten gesehen, auch verschiedene Kräuterarten. Aber was ich leider auch sehe, und wenn ich mal so ein bisschen so mache, seht ihr es wahrscheinlich auch, vor allen Dingen hier so, ist ein bisschen Unkraut. Nämlich macht sich bei uns das wilde Bodenkraut ganz schön breit. Und wir haben auch noch ein paar Löcher in der Grasnarbe, das kann ich euch gleich nochmal bei einer Nahaufnahme zeigen. Und deshalb steht für mich heute an Nachsehen. Ich habe von dem Saatgut ja Gott sei Dank noch genug übrig, um halt die Lücken ein bisschen zu schließen. Und danach wieder abmähen und mulchen. Das hat folgende Vorteile. Erstens, der Mulch wird auf dem frischen Saatgut drauf liegen, sodass es mir von Vögeln und Wind und so nicht so doll reduziert wird, sondern dass das meiste auch wirklich da liegen bleibt, wo ich es hinstreue. Das Unkraut kann sich nicht weiter verteilen, weil es erstmal abgemäht wird und nicht aussamen kann und deswegen streuen. Und außerdem, das Mulch zersetzt sich ja langsam auf der Weide und düngt dann sozusagen gleich nochmal mit. Und so hat die Weide dann auch noch hoffentlich ein bisschen die Möglichkeit, noch bessere Grasnarbe auszubringen, bevor es wieder belastet wird durch Pferde. Das ist mein Job, ihr könnt mir dabei zusehen und wenn ihr Fragen habt, dann nur ab damit in die Kommentare. So, jetzt wird als erstes einmal nachgesät. Nein, keine Angst, ich schmeiße kein Hundefutter auf die Weiden, sondern ich habe nur Hundefuttersäcke mit so einem praktischen Zipverschluss genommen, um mein Saatgut zu lagern, weil es da drin nicht feucht oder irgendwie trocken werden kann, sondern vor allen Einflüssen geschützt ist. Das werde ich jetzt noch schnell machen. Mit den anderen beiden Weiden, die neu angesiedelt wurden, verfahre ich genauso. Ja, ihr wisst, was ich heute noch zu tun habe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ich sage dann mal, bis zum nächsten Mal.